Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in unserer kleinen Minecraft-Welt an einem Montag, der schöner nicht sein könnte. Es fällt mir keine Begründung ein, warum dieser Montag so schön sein sollte, aber nun gut. Irgendwas fällt uns dazu schon ein. So ein Eisenhelm habe ich noch nicht verzaubert. Schusssicher. Ich finde das durch wenig Schusssicher haben. Komm, dann lassen wir das. Dann soll mir das egal sein. Ja, erstmal ab ins Bettchen, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, dass wir endlich Kühe hier irgendwie rankriegen. Ja. Ja, Kühe sind ganz toll wichtig. Ja. Ein wenig zumindest, könnte man sagen. Eventuell. Was brutzelt hier eigentlich? Sieh einer an. Wir bereiten uns vor. Sehr schön. Ja, gut, okay. Jetzt habe ich viel Schrott dabei. Ja, ist auch egal. Hinten Platz. Ja, sehr schön. Dup. Genau. Das brauche ich, wenn ich die Kühe mitnehmen will. Aber ich bunker mal das. Ich brauche auf jeden Fall mal ein paar neue Fackeln. Genau, machen wir gleich mal ein paar. Ja, mein Wochenende war eigentlich recht entspannt. Zwangsläufig, weil ich kann ja nicht viel machen. Beziehungsweise eigentlich sollte am Samstag und Sonntag ein neues Let's Play starten. Beziehungsweise eigentlich Sonntag dann. Das hatte sich dann schon mal verzögert. Weshalb es eigentlich dann erst auf Sonntag losgehen sollte. Was dann auch nicht funktioniert hat. Ich habe insgesamt 3 verschiedene Sachen aufgenommen. Also 3-mal angefangen, dieses Let's Play zu starten. Aber jedes Mal ich habe 3 verschiedene Aufnahmeprogramme genutzt, das noch dazu erwähnt. Und jedes Mal hat eines dieser Aufnahmeprogramme den Dienst verweigert. In der Form, weil es ist am PC. In der Form, dass das Spiel im Vollbild nicht aufgenommen wurde, sondern nur der Windows-Desktop. Also man hat gesehen, wenn man sich es nachher angeguckt hat, dass der Mauszeiger in dem Design war, wie er im Spiel auch ist. Man hat auch die Klicks gehört und die Soundgeräusche komplett und alles. Aber man hat jetzt kein Bild gesehen, was halt echt ätzend war. Ich dachte dann erst so, vielleicht liegt das in einem Aufnahmeprogramm. Das hat in letzter Zeit sowieso sehr viele Mucken gehabt. Vielleicht liegt das daran. Nee, war leider nicht der Fall. Dann geguckt, okay. Andere ausprobiert. Vielleicht liegt es daran. Nee, liegt es auch nicht. Also, im Internet geguckt. Liegt das vielleicht daran und daran? Gibt es da irgendwas im Spiel generell? Vielleicht, aber nö, war auch nichts. Und jetzt gerade eben dann die leuchtende Idee gehabt, von wegen so, Mensch, hey, vielleicht, wenn das da im Vollbild nicht funktioniert, müsste es ja eigentlich im Fenstermodus funktionieren. Und siehe da, es funktioniert. Zumindest jetzt in dem Test hat es funktioniert, dem 2-minütigen. Bleibt natürlich abzuwarten, ob das beim Let's Play auch weiterhin funktioniert. Zumindest schon mal ganz vielversprechend. Und zum Glück bietet dieses Spiel in den Einstellungen Fenstermodus und randloser Fenstermodus an, sodass es sogar wirklich so aussieht, als ob es Vollbild wäre. Was echt ein Riesenvorteil ist. So, ich verschenke keine Erfahrungspunkte. Auch wenn das hier mega gefährlich ist. So, mein Fleisch verschenke ich auch nicht. Ja, von daher merkt man da noch nicht mal, dass es Fenstermodus ist. Ist auch ganz gut.
Performance auch stabil nach wie vor. Von daher kann das dann eigentlich auch schon losgehen. Wie ist eigentlich hier die Framerate mittlerweile? Ich habe das schon lange nicht mehr angeguckt. Wo ist sie? 76. 175, 170, was? 186? WTF, was ist hier los? Ja, das ist die neue Grafikkarte. Ja, ich würde sagen, die Frames, das ist absolut okay. Mit ja, super geil. Ja, dann hat sich die Grafikkarte dann doch wirklich bezahlt gemacht, sich die zu holen. Ich war ja skeptisch, ob ich das Geld dafür ausgeben sollte, aber gut, ich hatte ja das ja getweetet bei... ja, ich hatte es getweetet und es ist ja dann automatisch immer auch bei Facebook. Mit dem Windows-Leistungsindex, was da jetzt unter Windows 10 bei rausgekommen ist. Und ja, man kann echt nicht meckern, ne? Also gut, klar, die Festplatte zieht das Ganze jetzt ein bisschen runter, aber von der Performance des Prozessors und der Grafikkarte, dafür, dass das System eigentlich schon 3, fast 4 Jahre alt ist, kann man echt nicht meckern. Also ich denke mal, da sind aktuellere Systeme nicht unbedingt preislich wettbewerbsfähig damit. Und ja. Klar, es ist jetzt kein Ultra-High-End, dafür müsste ich die Grafikkarte nochmal derselben Form kaufen und den Arbeitsspeicher von 16 auf 32 nochmal erhöhen. Gut, das wäre jetzt nicht so das Ding, auch preislich nicht so unbedingt, vom Arbeitsspeicher her halt. Aber gut, Grafikkarte wäre jetzt nicht möglich, weil ich nur einen entsprechend schnellen PCI-Express-Slot habe bei dem Mainboard, weil es ne, sind halt 4 Jahre dazwischen, zwischen dem Release der verschiedenen Sachen. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Von daher halt nur dieser eine schnelle Slot. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Tja, schon echt ganz gut, ey. Aber ich denke, dann werde ich demnächst mal die Festplatte austauschen und noch ein bisschen Arbeitsspeicher dazu holen. Die Festplatte ist sowieso zu klein. Ich habe ständig durch die ganzen Let's Plays Probleme damit, dass die öfters mal voll ist. Ich habe zwar noch eine externe, aber die nutze ich eigentlich für private Sachen. Fotos, Videos und sowas, die ich da sichere die ganze Zeit, oder irgendwelche Dokumente. Die werden sowieso, also ich habe ja so ein Mehrfachsicherungssystem, kann ich auch nur empfehlen, das ist, weil es bringt euch nichts, wenn ihr die Sachen auf einem Medium immer sichert und was ist, wenn das Medium kaputt geht oder irgendwas passiert? Ja, dann ist es da weg. Das heißt, immer auf mehreren Systemen parallel sichern und halt up-to-date halten, das heißt synchronisieren und gucken, dass man da immer dann alles auf dem aktuellsten Stand hat. Ich habe das zum Beispiel so, alles ist generell auf meinem Rechner. So. Das ist schon mal gut. So, was jetzt Fotos und Videos angeht, habe ich die sowieso schon mal in mindestens auf 3 Systemen. Warum habe ich die auf 3 Systemen? Standardmäßig auf 2, ohne dass ich was machen muss. Ja, das liegt daran, ich habe ein Windows Phone. Das bedeutet, wenn ich mit meinem Windows Phone Fotos oder Videos mache, und die sind echt von der Qualität sehr gut, dann werden die automatisch in der Cloud gespeichert. Ne? Also hier, wie heißt es denn gleich? OneDrive? Ich glaube, OneDrive heißt das mittlerweile. Es hat ja zig Namen, ne? Zwischendurch mal. Ich glaube, jetzt heißt es OneDrive. Echt ganz gut, weil dadurch ist es halt automatisch schon mal in der Cloud gesichert. Also das heißt, ich habe schon mal ein Backup von Natur aus. Kann man auch ausstellen, wenn man das möchte, weil ne, der macht das natürlich auch von unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob man es einstellen kann, dass das nicht von unterwegs macht. Ich denke mal, das geht, aber naja, ist mir auch egal. Also von daher ist das dann schon mal dann da alles gesichert, ja. Das ist schon mal gut. So, und wenn ich dann zu Hause bin, dann wird das Ganze dann nochmal aus der Cloud rausgeholt, weil ich habe das ist ja das Schöne, ne? Ich brauche da nicht erst mein Smartphone anschließen und dann die Sachen vom Smartphone auf den PC ziehen, um das halt da anzugucken, zu bearbeiten, zu speichern oder sonstiges, sondern nee, das ist schon da, weil die Cloud habe ich ja verfügbar unter Windows 10 gleich sofort. Ist ja in den Ordnern integriert, ne? Kann man sich ja dann direkt angucken. Das heißt, dann sind meine ganzen Fotos und Videos bereits da und ich kann loslegen mit bearbeiten oder verschicken oder sonstigem, wenn ich das halt da möchte, dann gerne, falls ich es nicht schon vom Handy aus gemacht habe. Also echt super geil. Für mich zumindest, ne? Ich mache viele Fotos, Videos zwischendurch. Das lohnt sich da echt. So, und wenn ich dann zu Hause bin, dann schnappe ich mir das und nehme die Dateien aus der Cloud und speichere die nochmal auf meiner externen Festplatte. Das heißt, ich habe insgesamt
3 Speicherpunkte, die immer up-to-date sind. Also was heißt up-to-date? Also die immer auf demselben Stand sind. So, ich habe meine Werkbank ja nicht mit. Das heißt, ich muss mal kurz eine neue machen. So. Mal schon mal gleich hier Stöcke, aber die brauchen wir. Ist mir einfach die Spitzhacke kaputt gegangen. Gibt es denn sowas? Schrecklich, oder? Ja, und das ist halt ganz gut, weil wenn dann wirklich mal irgendwas sein sollte, brauche ich keine Panik haben, dass meine Dateien weg sind, weil zumindest auf dem Phone, also angenommen, ich habe es zum Beispiel nicht geschafft, das auf dem Rechner zu sichern, also auf der Cloud oder auf dem Smartphone sind sie auf jeden Fall dann drauf. Und das ist ja schon mal ganz gut, ne? Ich habe diese Tage gehabt, da waren wichtige Fotos, die habe ich einfach nicht gefunden. Hab dann halt gesucht und habt sie zum Glück auch gefunden. Weil die Sache ist natürlich klar, auf dem Phone, Windows Phone oder Smartphone, wir können es einfach mal Smartphone nennen, da ist der Speicher natürlich auch begrenzt. Ist ja klar, so ein Smartphone hat ja nicht unendlich Speicher. Das heißt, irgendwann ist der voll, dann muss ich das da runterschieben. Das heißt, ich habe mir jetzt angewöhnt, das auch noch zusätzlich auf dem Rechner dann zu sichern. Wenn ich dann praktisch die ganzen Fotos da runterlösche, dann gucke ich nochmal durch, ist wirklich alles so weiterhin drin. Und dann lösche ich die dann runter und sichere das aber vorsichtshalber nochmal alles immer auf dem Rechner. Das heißt, dann habe ich mein Großvater-Vater-Sohn-System, nennt sich das. Das ist von EDV. Also ein kleiner Begriff, hat man damals mal gelernt. Dieses System macht man ja sowieso bei Backups und sowas. Auch bei Firmen wird das ja genutzt. Weil man weiß ja nie, was passiert. Es kann ja zum Beispiel sein, dass es gibt sogar noch mehr. Es gibt noch Systeme, die noch wesentlich mehr Backups hintereinander weg haben. Also nicht nur diese 3-schrittigen, sondern halt noch viel, viel mehr Schritten. Denn was ist, wenn das System infiziert wurde zum Beispiel, mit irgendwas? Dann heißt es ja dann, okay, das ist vielleicht der Sohn und der Vater infiziert, der Großvater aber vielleicht nicht. Dann kann man auf das Update zurückgehen. Ja, schlimm ist es, wenn es was großflächigeres, Entschuldigung, ist, was man vielleicht gar nicht so auf Anhieb ad hoc bemerkt hat. Dann ist so ein bisschen die Problematik, dass dann der Großvater unter Umständen auch infiziert ist und vielleicht sogar dessen Vater und Großvater. Von daher bieten sich dann immer Updates. Es kommt natürlich auf die Größe und die Bereitwilligkeit für Kostenübernahme der Firma drauf an. Aber letztendlich heutzutage, wo alles digitalisiert wird und immer mehr Firmen, auch bei mir zum Beispiel jetzt in meinem Unternehmen, ganz groß, sogar mit Vorstandsvorsitzenden der Feenbeseitigungs-AG, der dann extra bei mir am Standort war und dann nochmal extra selbst persönlich Aufsichtsratsvorsitzende verkündigt hat, dass denn Digitalisierung ein ganz, ganz wichtiges Merkmal ist und man das definitiv nach vorne treibt, sagt ja, dass man da in dem Fall dann an der Stelle mehr Geld ausgeben muss, um auch gerüstet zu sein für den Fall der Fälle, dass denn mal was passiert. Ja, denn die Daten sind das wichtigste Gut. Früher hatte man Akten und alles, da war es dann schlimm, wenn die Firma abgebrannt ist, weil dann waren die Akten weg und alles. Heutzutage sind es die Daten. Und die kann man gar nicht gut genug sichern. Letztendlich sind Daten dann auch unheimlich viel wert, ne? Diese Nullen und Einsen, die es letztendlich ja eigentlich nur sind, wenn man es auf die ganz kleinste Ebene herunterbricht, die sind so unheimlich wertvoll, dass man da wirklich sehr viel Geld mit scheffeln kann. Deshalb gibt es ja solche Sachen wie zum Beispiel GMX. Diejenigen von euch, die zum Beispiel einen GMX-Account haben, haben sich vielleicht auch schon gewundert, warum sie denn so viel Spam bekommen. Ja, das liegt daran, wenn man sich das Ganze bei GMX mal durchliest, dass GMX mit den Daten handelt. GMX bietet seinen Service kostenlos an. Es gibt ein Premium-Modell, ja, das gibt es. Da hat man dann weniger Werbung und alles und hat mehr Speicher und hier und da und blub. Aber letztendlich lebt man davon, diesen kostenlosen Service anbieten zu können. Ja, oh Wunder, ein kostenloser Service. Irgendworan müssen die ja Geld verdienen. Und das tun sie, indem sie eure Daten verkaufen. Ja, ich habe selbst auch einen GMX-Account, aber mein Spam-Filter ist relativ groß und weitflächig und das ist sowieso eigentlich nichts. Die Hauptmails gehen bei mir auf einen anderen Account. Hier geht's irgendwo rein. Ha, hier. Also von daher brauche ich mir da keine Gedanken machen. So. Sehr schön. Ja, und das ist halt kein Wunder, weil die verkaufen die Daten und bekommen dafür Geld von den Unternehmen. Ja, und so können die dann ihren Service auch anbieten.
Also ich denke mal, es wäre illusorisch, wenn jemand sagen würde, hey, das ist mir total unbekannt. Ich hätte damit gerechnet, dass sie das wirklich kostenfrei anbieten, weil die alle ehrenamtlich unterwegs sind. Ja, dann würde ich sagen, wach mal ganz schnell auf aus deinem Schlaraffenland. Ja, also das wäre einfach zu wertvoll. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass da, obwohl doch, es gibt für alle Sachen. Es gibt für jeden Fall immer jemanden, der so flach denkt. Ja, leider. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich finde nach wie vor keine Rindviecher. Hier ist ein bisschen ätzend. Übrigens, das habe ich jetzt so total unverhofft gelesen. Die Post, ja, deutsche Post hier, die baut Elektroautos für die Zustellung und dazu Auslieferung, Zustellung der Briefe, ja, Zustellung, Auslieferung, ich denke, das kann man so sagen. War mir bisher noch gar nicht bewusst, also es ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Muss ich sagen. Halt, das würde ich eigentlich haben. Kacke, Mann. Das ist alles dieselbe Schallplatte, ne? Ach komm, dann behalt deine verkackte Schallplatte. Dann nehme ich lieber das mit. Oh, ist da noch. Ach, das ist wegen dem Dungeon. Müsste es hier nicht irgendwo hochgehen? Ach, da vorne. Oh Mann, ey. Ja. Und das hatte ich jetzt mit sehr großer Überraschung gelesen, muss ich dazu geben, denn wie gesagt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Weil die wollen jetzt noch mehr von bauen. Muss ich natürlich sagen, dafür, dass die ganze Zeit unterwegs sind, und ich sehe das bei uns hier in der Straße, dann immer mit laufendem Motor da parken oder halten, dann rausspringen, der Motor läuft die ganze Zeit, während sie denn da stehen und das dann austeilen. Gut, das ist jetzt DHL, aber gut, vielleicht, na, DHL ist eine Posttochter. Vielleicht weiten die das dann darauf auch aus, das könnte sein. Aber ich denke mal, erstmal wird es nur die Post meinen. Weil zumindest bei mir ist es so, die Post kommt hier mit einem Fahrrad, eigentlich so einem Dreirad, ja, mit dem die dann hier unterwegs sind, so einem dreirädrigen Fahrrad, wenn man das so nennen möchte. Und aber ich kenne das zum Beispiel aus anderen Orts, zum Beispiel bei Ork-Opa, Ork-Opa? Nee, da kommt, glaube ich, gar keine Post. Da ist noch Brieftaube angesagt, aber zumindest bei Ork-Mama und Ork-Papa, da ist es so, dass, ich brauche Wasser, stelle ich gerade fest. Ja, heikles Thema. Da müssen wir mal ein paar Sachen wegschaffen, dass ich Platz habe im Winter. Also da ist es zum Beispiel so, dass dort die Post mit Auto ausgeliefert wird, weil man dort nämlich, alles weggekürzt hat. Also wie kann man das sagen? Es gibt da nichts mehr großartig. Da ist irgendwie für 30 Trillionen Dörfer ist ein einziger Postbote zuständig. Finde ich ziemlich heftig, muss ich sagen. Kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum man sowas macht. Aber gut, irgendeinen Sinn muss es ja haben. So, gucken. Mobdrop, hier ist Mobdrop. Sehr gut. So. Sehr schön. Da habe ich ja schon mal ein bisschen Platz, ne? Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ich hier Wasser herkriege. Also ich könnte... Nee, ich brauche hier nur eine unendliche Wasserquelle. Hier haben wir auch keine. Das heißt, ich muss dann... Ich könnte da hinten raus, aber das möchte ich jetzt auch nicht. Das heißt, wir gehen hier lang. Hier war doch irgendwie Wasser, ne? Jupp, hier war Wasser. Zum Glück haben wir hier noch eine unendliche Wasserquelle. Sollten wir vielleicht so einen kleinen Brunnen oder sowas anlegen hier unten. Das ist eine geile Idee. Da hatte ich mal vor Ewigkeiten was gebaut in einem anderen Areal von mir. Ja, das war echt gut. Das war richtig gut. Ja, doch. Das hatte echt Stil. So. Genau. Nehmen wir uns hier jetzt immer Wasser raus, weil wir haben jetzt hier eine unendliche Quelle. Ja, bloß nicht aus den wichtigen Stellen nehmen. So, gut sortieren. Ich mag das ja nicht, wenn das so... Ne, das muss immer da sein, genauso wie das eigentlich immer ist. Es ist schon okay. So, gut, dann kann ich nämlich jetzt das hier anbringen. Wir sehen, wir haben schon etwas... Nee, da liegt doch nichts drin. So, gucken. Sehr schön, bleiben sogar 6 Stück übrig.
Mensch, ja, nicht schlecht hier. Den geht das ja sogar langsamer voran. Ha, ja, sieh einer an. Ja, wir brauchen, ja, wobei, ja, so viel brauche ich hier von, ich brauche eher Leder. Ja, wobei, nee, Blätter brauche ich auch genug, also, ja. Doof ist das wirklich mit dem Leder, das muss ich wirklich sagen. Das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Aber ich donner das mal hier rein, auch den goldenen Apfel und das ganze Fleisch. Gut, das lasse ich jetzt mal hier. Also 64 rohes Fleisch, also das ist der Wahnsinn. Ja, das lasse ich auch mal hier. Tja, na gut, dann hoffen wir mal, dass die Elektroautos uns dann nicht irgendwann, weil sie automatisiert sind, den Poppes abfahren, während wir dann hier frühlinglich sitzen. Ach ja, übrigens noch ganz wichtig. Es wird ein neues Let's Play geben, unabhängig von dem, was jetzt eigentlich fürs Wochenende angekündigt war, was ja nicht funktioniert hat, was ich erzählt hatte. Das kommt jetzt am nächsten Wochenende. Aber unter der Woche wird es demnächst eine Veränderung geben, sodass dort ein, beziehungsweise vielleicht lagere ich das auch aufs Wochenende aus, muss ich mal gucken. Zumindest ist noch ein weiteres neues Let's Play geplant, bei dem ihr entscheiden sollt, was es werden wird. Es gibt dort 4 Spiele zur Auswahl. Welche genau, das findet ihr auf Twitter beziehungsweise der Facebook-Seite von Mr. Zocker. Da sind diese 4 Spiele genannt. Bitte einfach dorthin schreiben in den Kommentar, welches dieser 4 ihr denn gerne sehen würdet. Und dann gibt es dann halt ab nächster Woche, beziehungsweise je nachdem, wenn ich es wirklich aufs Wochenende auslagere, was ich mal anfangs zumindest denke, gibt es das dann schon dieses Wochenende. Also fleißig reingeschaut, reingeschrieben. Wir sehen uns bis dahin, euer Mr. Zocker.